Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Finder Love. Mal wieder eins von diesen tollen Spielen, die nur in Japan erschienen sind und nicht bei uns. Leider Gottes. Ja, worum geht's in Finder Love? Es ist eine Minispielsammlung, in der man versucht, hier diese junge Dame zu bezirzen. Sag ich jetzt mal. Hallo, konnichiwa. Hallo, hallo. Ja, ihr seht schon. Die ist ganz gut drauf, die ist gut gelaunt und die sieht auch nicht unbedingt schlecht aus. Die. Oh, hallo. Ja, ich grüße hier an der Stelle mal den Rimzur. Ja, wie gesagt, man löst hier Minispiele und ist so eine Art Visual Novel Game, die ich eigentlich gar nicht mag, die Spiele. Aber ihr seht das そんschon. な危険な目をしてる人じゃリJa. ラックスできません。Ja, klar. So läuft das dann ab und man muss Fragen beantworten. Natürlich habe ich gar keine Ahnung, was ich hier anklicke. Aber ist ja vollkommen egal. Oh, Krankenschwester. Krankenschwester kann sie auch. Oh. Na, Schatzi, schmoll doch nicht so. Na, komm. Ja, so ist besser. Und da seht ihr schon mal eins von diesen Minispielen. Im Prinzip geht es darum, die junge Dame die ganze Zeit zu fotografieren. Und sei es mitten in der Nacht, wenn sie schläft. Allerdings darf man dieses Minispiel nicht zu gut machen, denn seht unten links dieses Tension. Wenn das zu gut ist, dann stürzt das Spiel ab. Also, naja, gut. Passiert mir ja eh nicht. Wollte erst sagen, ich stelle mich dumm und krieg absichtlich mal daneben. Aber nein, 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 nein. Ja. Oder was glaubt ihr denn nicht? Das ist eine ganze Serie, Finder Love, die in Japan erschienen sind. Es gibt drei verschiedene Spiele mit drei verschiedenen Bikini-Schönheiten. Das ist eine japanische Bikini-Schönheit. Ich hätte mir jetzt vielleicht den Namen merken sollen. Akiro Amatuchi oder so. Ich weiß es nicht genau. Starten wir mal ein neues Spiel. Ja, richtig, richtig. Meinen Namen eingeben und meinen Geburtstag. Da gebe ich jetzt mal das heutige Datum ein. Vielleicht kriege ich da eine besondere Überraschung von der jungen Dame. Ja, das passt schon. Ja. So wie es aussieht, befinden wir uns auf einer Urlaubsinsel. Ist das vielleicht noch Japan, eine der japanischen Pazifikinseln? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Und Gott sei Dank, das perfekte Bikini-Wetter. Dreimal dürft ihr raten, was die junge Dame gleich in der ersten Fotosession anhat. Ja, sie hat leider was an im Tour. Aber nein, 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 nein. Sie hat ein Bikini an, natürlich. Hier sehen wir schon, alles aufgebaut. Fotosession, gleich alles bereit. Und ich klicke das einfach mal durch. Falls ihr das lesen möchtet, könnt ihr ja auf Pause drücken. Falls euch die Story so interessiert. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Aber bevor es jetzt gleich losgeht, kommt dann noch das offizielle Intro dieses Spiels. Und da werde ich mal die Klappe halten, weil nämlich die Musik dazu Japan-typisch relativ lustig ist. Doch, jetzt geht's los. Da kommt sie. Ah ja, Flipflops hat sie noch an. Ja, hallo. Ah, konnichiwa. Hallo. Wozu man zwei Intros braucht, weiß ich auch nicht so. Ja, egal.
Ja, das ist sie, die Gute. Stimmt bestimmt dabei, wie sie heißt. Ist aus dem Jahr 2006, dieser Film. /Spiel. Und bevor jetzt irgendjemand denkt, na, wird das noch schlüpfriger, muss euch enttäuschen, die ist die ganze Zeit, so wie sie jetzt auch war, korrekt bekleidet, die junge Dame. Gott sei Dank, braucht wenigstens nichts hier bei YouTube wegwischen, ihr wisst schon, unkenntlich machen. Also wenn ich die obere Antwort nehme, dann weiß ich, kommen wir auf jeden Fall zum Fotoshooting. Deswegen nehme ich die jetzt mal. Und dann mal weiter durchklicken. Ja? Ja, sicher, Schätzchen. Alles klar. Das ist auch ein Knutscher von mir. So, und jetzt geht's los. Gesteuert wird das Ganze mit den Schultertasten R und L. Wie gesagt, ich muss mich ein bisschen doof anstellen, damit wir keine zu hohe Tension bekommen. Weil sonst stürzt das Spiel nämlich bei dem Bonus-Game ab. Ja, komm, mach hin. Regel dich vor der Kamera, Kleines. Ja, oh. Wird mir das Ganze nochmal hier erklärt. Relativ simpel. Das versteht man sogar ohne Japanisch. Auf geht's. Fotoshooting Nummer 1 am Strand. Im weißen Bikini. Oh. Wow. So, mal ein paar Herzen vorbeilassen. Die Fotos muss ich schon machen, denn die Fotos kann man nämlich theoretisch sharen mit seinen Kumpeln. Ja, schüttel dein Haar für mich. Oh yeah, Baby. Du machst es so gut. Ja, jetzt nicht zu hoch, nicht zu hoch die Tension, sonst, das war's schon. Ach komm. Oh yeah, Baby. Das war der Hammershot. Oh my God. Das Beste ist, da wird jetzt ein Fotoalbum angelegt und dieses Fotoalbum darf man sich angucken. Wie gesagt, diese Fotos könnte man dann mit seinen Kumpels austauschen. Oh, du hörst ein bisschen enttäuscht dich an. Egal, komm, leg dich hin. Ich tröste dich. 43% Tension, wenn das zu hoch gewesen wäre, wie gesagt, dann würden wir in dieses Bonusspiel reinkommen, wo dann das Spiel abstürzt. Und das hat ja wenig Sinn. Aha, jetzt gucken wir uns auch schön das Fotoalbum an. Von der Steuerung her ein bisschen ungünstig, muss ich sagen, mit der Tasten L und R, dass man da die Fotos macht. Guck mal, die Fotos haben wir gemacht. Tatsächlich haben wir die gemacht. Total cool. Das ist nett. Das ist nett geworden. Ah, das ist auch schön. Schön, wie sie sich regelt. Hat die ein BH darunter an? Ich weiß es nicht. Ja, ah, auch nett. Ja, von der Oh, das ist gut geworden, das Foto. Wie gesagt, von der Steuerung her ein bisschen ungünstig mit L und R. Das hätten sie eher, weiß ich nicht, mit X und Kreis machen sollen. Von der Steuerung her, dann hätte man wenigstens eine Hand frei gehabt. Naja. Egal. Weiter geht's zum nächsten Fotoshooting. Ich glaube, das kann ich jetzt noch einfach durchklicken. Keine Ahnung, was die mir jetzt wieder erzählen wollen. Ja, 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 von wegen. Ja, ich lieb dich auch. Keine Ahnung, was die mir erzählt. Ich einfach ja sagen. Ist ja auch so im Urlaub, wenn man im Ausland sich aufhält. Kreditkarte und. Naja. Dann kriegt man alles halt. Aber jetzt mal gut hier. Ja, klar. Mach du. Mach du nur. Die Fotos habe ich nämlich aber nicht gemacht, oder? Aber trotzdem schön. Schön geworden, schön geworden. Ja, also, es ist schrecklich. Es ist schrecklich, dass solch hochwertige Software bei uns nicht erschienen ist. Und vor allem die komplette Serie. Die hätte sich doch bei uns verkauft wie geschnitten Brot. Ja, nehmen wir wieder die obere Antwort, oder? Kommen wir nämlich zum nächsten Fotoshooting. Ja, na komm. Sei nicht so grummelig. Ja, so ist besser. Du kleiner Hase, du. Ja, ja, ja. Klar. So, ab zum nächsten Fotoshooting. Ich glaube, es gibt auch sogar noch andere Minigames, aber weiter als bis zum zweiten Fotoshooting habe ich bisher noch nicht gespielt oder geguckt, wie auch immer man das sagen möchte. Aber dann können wir das ja jetzt gemeinsam erfahren. Ja. Ja, ja, ja. Klar, machen wir. Auch hier wieder ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu gut ist. Aber im größten Teil geht es ja eh nur darum, die Fotos zu schießen. Anstatt die Herzen. Oh, nice. Sehr schön. Oh ja, Baby.
Oh mein Gott. Spiel mit der Kamera. Zeig mir deine Schokoseite. Ja, komm, ich will die Herzen nicht. Oh yeah, das war wieder gut. Oh mein Gott. Oh ja. Renn nicht weg von mir. Bleib in der Nähe, Kamera scharf stellen. Objektiv ausfahren. Ja, das wäre doch nochmal ein schönes Foto gewesen. Oh, wie sich gerade auf mich stürzt. Hoffentlich nicht zu hoch, die Tension. B. Mein Gott, ey. Kaum mit der zusammen, schon ist sie nur am Meckern. Typisch Frau. Okay, das war das zweite Fotoshooting. Shooting. Oh. Ah, ja, hübsches Lächeln hat sie ja. Ja. Ein bisschen zu viel Baum aufgenommen, möchte ich mal sagen. Ah, da stören mich die Haare. Ah, dafür ist das ganz gut geworden. Rimzor findet wahrscheinlich das am besten. Dann finde ich das auch am besten. Also, falls jemand die Fotos haben möchte, ne? Was jetzt? Nee, war einfach das Oberste. Wahrscheinlich war ich Game Over oder so. Achso, kann speichern. Ja, ist natürlich wichtig. Speichern tun wir auf jeden Fall. Und dann System. Geht's hier weiter? Ich muss echt mal Japanisch lernen. Ah! Willkommen in der Clubanlage. Oi, nett. Oh, schick, schick, schick. Da kann man auch nichts sagen. Wird jetzt noch eingeblendet, wo die ist? So ein bisschen Werbung machen? Ja. Jetzt Fotos im Schlafzimmer machen. Ja, wo ist sie? Ja, sie ist noch nicht da. Steht hier, sie ist gerade noch. Und macht sich hübsch, aber da kommt sie schon. Hallo, Zimmerservice. Ah ne, ich bin rausgegangen. Jetzt bin ich weggerannt. Wo ist sie? Panik! Wo ist mein Foto? Ach, da ist er ja. Wie läuft sie denn hier in den öffentlichen Bereichen rum? Wenn ich einen anderen Mann anguckt. What the? Komenesaba. Ja. Japaner. Man muss sie lieben. Ja. Bin ich jetzt in das Foto-Equipment reingerannt oder sie? Was denn jetzt? Hä? Du kannst doch mal die Augen aufmachen. Selbst schuld. Ach, das ist bestimmt so eine Verwechslungskomödie, oder? Wo jemand rumläuft, der genauso aussieht wie sie. Ja, bestimmt. So eine Doppelgängerkomödie. Ja, genau. Wolltest du boxen? Komm her. Ich leg dich flach. Aha. Ja, genau, sind Zwillinge. Die halten mich doch zum Narren. Auf einmal wird die Geschichte schlüpfrig und humorös. Und jetzt? Will er Fotos machen? Steuern und Kreis drücken, okay. Ich hätte jetzt lieber Fotos gemacht, aber okay. Okay, die sind bestimmt nicht gut. Hoch, rechts, hoch, links. Nee, andersrum. Okay, wahrscheinlich rennt das Mannequin jetzt auf einmal los. Muss nämlich dann jetzt die nächste links, rechts, links. Rechts, rechts, links. Ja, go! Und du? Oh nein, ne?
Ja, nach oben. Großartige Schauspieler, großartig animiert. Also ich muss sagen, nicht übel. Warum geht das Ganze denn auf Zeit? Achso, man kann sich wahrscheinlich unendlich lange überlegen. Nach oben war das, ne? Okay. Ja, das war spannend. Und jetzt bitte wieder schön Fotos machen. Das Video ist schon wieder viel länger, als ich eigentlich wollte. Ja, aber gut gemacht. Ich kann mich einfach nicht losreißen. Oh nö. Das sind die verschiedenen Stages hier. Ist ja öde. Also links, rechts, rechts, links. Und da ist ein Goal. Gott sei Dank. Goal. Treffer. Drin ist er. Also links, rechts, rechts, links. Ja, dann lauf mal los, Spatzel. Ja, go. Und bitte nicht so lustlos. Was sollen denn die Zuschauer denken? Ja, Hauptsache sie hat Spaß. Das dürfte auf jeden Fall eine neue Rekordzeit sein. Nee, weiter nach oben. Immer nach oben. War das jetzt der gleiche Weg, der gleiche Gang wie auch beim ersten Mal? Der erste Stage? Okay, dann noch lieber Fotos machen, oder? Ja, natürlich. Ich habe sie zum Einkaufszentrum des Hotels geführt. Was sonst? Ja. Das hätte ich auch noch ausrechnen können. Also vergiss Punkte. Oh, oh, oh. Hoffentlich kein Bonusspiel. Gott sei Dank, kein Bonusspiel. So, und jetzt runter mit den Klamotten rein in den Bikini und wieder Fotos machen. Ich sehe eine Marlboro-Werbung. Ich sehe sie immer noch. Die mit dem lila Bikini, die ist bestimmt die Böse. Und die andere mit dem weißen Bikini natürlich die Gute, ist klar. Obwohl, wenn sie so lächelt, ist mir das eigentlich auch egal. Ja, Kushio. Ja, ja. Domo arigato. Konnichiwa. Nehmen wir wieder das Oberste. Ausrufezeichen am Ende ist immer gut. Jetzt habe ich wahrscheinlich gesagt, ausziehen! Ja, komm. Oder ich habe ja gesagt, nimm meine Kreditkarte und kauf ein, was du willst. Ist mir vollkommen egal. Anscheinend habe ich das gesagt. Was erzählen jetzt? Ja, das kostet dich aber was, Baby. Ja, pack ein. Ja, zeig mal, steht hier. Ja, auch nicht schlecht. Ja, kauf's dir. Jetzt mal zur Unterwäsche. Tanktop. Tanktop. Das hab sogar ich verstanden. Tanktop. Ja, komm, pack ein. Ich kann bei dir einfach nicht nein sagen. Ja, komm, beides. Ja, und den Rock brauchen wir nicht. Jetzt sagen, ich muss ja so ein kleines Shopping-Spielchen machen. Dann ist aber, oh, die Musik verspricht was anderes. Oh, ja, zeig doch mal die Hotel-Lobby. Das ist natürlich ganz wichtig. Bin mal gespannt, wo das hinführt. Ja, ja. Komm, weiter. Ja. Es freut mich, dass dir die neuen Klamotten gefallen. Und jetzt dreh dich um. Und den Rest weißt du, was ich meine. Ja, komm. Laber ja nicht rum. Sind nicht zum Labern hier hingefahren. Konnichiwa. Wir nehmen natürlich... Oh, was ist das denn?
Bluttropfen? Naja, weiß ich nicht. Nehmen wir das mal. Ja, Damo. Oh nein, nicht schon wieder. Oder habe ich sie jetzt K.O. geschlagen? Vielleicht hat sie mich geschlagen. Vielleicht steht die auf solche Spielchen, man weiß es nicht. Ist klar. Das ist jetzt ein ganz anderes Hotel, oder? Oh. Wenn ich bloß wüsste, was hier passiert. Ja, komm. Das ist auch ein ganz anderes Zimmer. Wir hatten doch vorhin eine Durchgangstür gehabt. Da links. Auf jeden Fall gibt es wieder ein Minispielchen. Das ist cool. Oh nein. Was ist denn jetzt? Müssen wir jetzt boxen? Okay. Schauen wir mal. Bakenaiso? Hä? Janken! Ah, schnick, schnack, schnuck! Oh nein! Yatta! Hatta yo! Aber so lernt man ein bisschen Japanisch. Janken! Schnick, schnack. Pong. Pong. Ja klar, machen wir noch einen. Also Pong ist die Faust. Pong. Pong. Hä? Pong ist auch das Papier? Ach, die cheatet doch. Pong. Machen wir Strip, Schnack, Schnuck? Ja. Ich bleib bei Pong. Ja, ein Versuch machen wir noch. Wie lange spielen wir denn? Bis einer 20 Punkte hat, oder was? Nein! Pfäh. Das hat sich so ausgemalt. Oh, sogar Punkte dafür. Ich kann mich nicht losreißen. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, komm, ist gut, machen wir jetzt weiter. Wir gucken, was das nächste Minispielchen ist. Naja, nächstes Mal spielen wir Strip, Schnack, Schnuck. Ja. Ich bleib bei dem Ausrufezeichen. Du brauchst mich jetzt aber nicht. Oh. Ja, wenn du so ein bisschen rumschmollt, ist eigentlich auch ganz nett. Wo ist denn jetzt da hin? Frauen. Yeah, nächstes Minispielchen. Ja, Fotosession. Hooray. Aber wo wohl? Im Zimmer? Oh, yes, baby. Schatz, ich habe von dir einen Haufen Fotos gemacht, während du geschlafen hast. Hoffentlich ist das in Ordnung für dich. Ich stelle die ins Internet. Ist ja wohl kein Problem für dich, oder? Immer nur okay, okay, okay. Ja, gut. Ah, komm, weg mit den Herzchen. Die brauchen wir nicht. Gespannt, ob da wieder ein paar gute Aufnahmen bei waren. Und Tension? Mada, mada. Zugi wa ganbatte, ne? Mada, mada. Heißt wahrscheinlich, naja, naja. Mada, mada. Hm. So, gucken wir uns doch kurz die Fotos an. Auch wenn es so absolut schwer ist, sich davon loszureißen. Ja, da liegt sie. Ja. Ja, das ist ja nichts geworden. Also die Fotos, die sind jetzt nicht so schön geworden. Wenn man jetzt zwischen zwei Alben hin und her schaltet, dann lädt der eine halbe Minute. Ja, weiß ich nicht, so toll sind die Fotos jetzt nicht. So toll sind die Fotos jetzt nicht, nee. Bisschen enttäuschend. Doch, und jetzt?
Machen wir das mal hier unten. Was ist denn die Option? Okay. Warum schmeißt er mich denn nach jedem Abschnitt zurück? Und warum sind wir jetzt wieder hier? Müssen wir jetzt das Ganze nochmal spielen? Sieht ganz so aus. Wahrscheinlich habe ich nicht genug Punkte erreicht. Das ist dann natürlich das Problem, wenn man eine hohe Tension erreichen muss und die nicht erreichen kann, weil das Spiel sonst abstürzt. Also ist schade. Sieht aber ganz so aus, als ob man nochmal genau das gleiche ist. Das war ein Balkon da durch die Tür durch. Wollte schon sagen. Aber das ist ja jetzt was anderes, oder? Schwarz-Weiß-Fotos sehen aus wie Vergangenheitsfotos. Vielleicht kommen wir an den Ort der ersten Liebe zurück. Einen Sommer später. Und gucken, was sie auf Toilette macht. Oh. Das hört sich nach einer Dusche an. Ohayo. Hiyo. Durst hast du? Ja, Durst habe ich schon ein bisschen. Oh, ein Herzchen. I love you too. Was ist das? Oh. Ein ausgiebiges Frühstück, so muss es natürlich sein. Fehlt nur noch der Champagner. Jetzt muss ich aber nicht kochen, so ein Koch-Mini-Spielchen, oder? Du? Ja. Ja, ja, machen wir. Sie scheint begeistert. Restlos begeistert. Ja, gut, dann komm. Ja. Mach hin. Komm, jetzt kein Kochspielchen. Ah, Strand. Strand ist immer gut. Strand verspricht Bikini und Bikini verspricht Fotos. Oh, oh, oh. Oder wir machen jetzt Klippenspringen. Ja, in den Sand. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so gut. Ja. Okay, was passiert jetzt? Will jetzt mit mir singen, oder was? Japan sucht den Superstar. Kann sie ruhig anmelden, Schätzchen. Kein Problem. Ja, da setzen wir uns da hinten hin und dann... Ich glaube, hier passiert nicht mehr wirklich viel Spannendes. Aber das nächste Minispielchen... Naja, hat er den weißen Bikini an. Der sieht eigentlich gar nicht so übel aus. Zweimal die gleiche? Nee, doch nicht. Unterscheidet sich leicht. Aber ich bleib beim Obersten. Ja, komm. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man das durchspielt. Ob man dann die junge Dame heiratet oder vielleicht nicht die ganze Kuh kauft, sondern nur dabei bleibt, sich die Milch umsonst zu besorgen. Man weiß es nicht genau. Ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt zum nächsten Minispielchen, weil das ganze Gerede hier ist nämlich... Ich weiß, ihr Frauen steht da drauf und reden und Erinnerungen austauschen und ins tiefste Innere gucken und sowas. Das ist alles immer total doll. Ah ne, komm, jetzt ist so ein Spielchen hier, wie du durch ein Hotel rennst, machen wir jetzt nicht mehr. Fein danach für die PSP, aber ich werde mal für alle Fälle hier mal ein Safe State setzen und dann mal offline, offscreen, off-Kamera weiterspielen und gucken, was so am Ende passiert. Und sollte das was Spannendes sein, sollte das Spiel noch spannender werden, als es bisher schon ist, dann werde ich euch dazu natürlich wieder herzlich einladen, hier dran teilzunehmen. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Finder Love, ein typisches japanisches Spiel, leider nie bei uns erschienen. Aber ich habe schon Schlechteres gesehen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Konnichiwa, auf Wiedersehen und so.